Castone Lapio Asterio Manto. Castone Lapio Asterio Manto. Alum rum um. Alum rum um. Castone Lapio Asterio Manto. Castone Lapio Asterium. Alum rum um. Alum rum. Okay, und damit herzlich willkommen zu Metro. Das sollte besser ein Geheimnis bleiben. Das ist persönlich, mein Freund. 2033. Nur ich habe überlebt. Und tut mir leid, dass wir das letzte Mal so abrupt. Anscheinend ist die Vernichtung, die wir selbst bewirkt haben, vollständig. Himmel, Hölle und Fegefeuer wurden ebenfalls atomisiert. Wenn eine Seele nun einen Körper verlässt, kann sie nirgendwo hin und muss hier bleiben, in der Metro. Eine harte, aber nicht unverdiente Buße für unsere Sünden. Meinst du nicht auch? Also tut mir leid, dass ich das letzte Mal so schnell aufgehört habe. Aber ich hatte noch was zu erledigen und das hatte leider Vorrang. Naja. Dann versuche ich diesmal halt einen schönen Abschluss zu finden. Und wie ihr gesehen habt wahrscheinlich, es ist Nacht. Und ich habe ja eigentlich gesagt, ich nehme nicht mehr in der Nacht auf, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ja, du hast jetzt Zeit. Du willst es mal wieder spielen. Du bist... Ach, Scheiße. Verrückt. Und du hast zu wenig Hobbys. Achso. Nein. Achso, damit nahm man das nochmal auf. Gut. Sonst nichts. So, wo bist du hin? Nein, die möchte ich eigentlich nicht dagegen. Oh, ich kann Fußball spielen, wie schön. Und ab. Ah, das Tor ist zu weit weg. Okay, wo bist du jetzt eigentlich hingelaufen? Okay, hier rein. Das ist gut oder schlecht. Ich muss auf jeden Fall nochmal den Ton runterdrehen. Minus. Sonst erschrecke ich mich sofort. Und es ist natürlich ziemlich scheiße. Außerdem halt das dann wieder. Licht aus. Was liegt denn hier? Konzentrieren. Okay, das ist radioaktiv. Da sollte man nicht reingehen. Stammt von der Verfluchten. Dort ist es ganz schlimm. Okay. Hat er vielleicht Munition dabei? Nein. Aber der hat was dabei. Auf jeden Fall. Ach ja, stimmt. Ich hätte ja von den anderen auch noch was aufnehmen können. Dumm gelaufen. Da liegt auch noch was. Schön, ich brauche dringend Munition. So, mehr Munition. Desto besser. Gehen wir. Weglegen und... Irgendwie lädt das... Ah, ich bin schon durch. Er war ein ungewöhnlicher Mann. Aber er war wohl auch ein Mann seiner Zeit. Er bewegte sich zwischen Dunkelheit und Licht. Suchte nach Antworten, die im Schutt begraben waren. Okay, sowas mache ich nicht. Aber komisch, der lädt
nicht nach, wie ihr hier an dem Modell seht. Oder ist es extra? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall ziemlich viel munitionssagend aus. Das bedeutet, ich wette, wir haben gleich wieder einen Kampf vor uns. Ja, geh doch, Khan. Ich habe keine Lust hier. Okay, vielleicht. Ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie. Nicht bewegen. Licht aus. Was ist das? Was ist das? Ich möchte es nicht wissen, was das ist. Wir nennen das eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Licht aus. Da kommt noch eins. Nein. Böse. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Ja, das ist klar. Ist hier vielleicht noch was? Nein. Schade. Aber wir haben hier noch Munition. Und hier haben wir ein Medipack. Ja. Willkommen in der Metro. Da vorne kommen sie. Ich sehe sie schon. Achtung, die Viecher kommen zurück. Ja, wieso muss ich eigentlich kämpfen? Ich will auch nicht meine Munition verschwenden. War der jetzt hinter mir? Gar nicht gut. Da. Nicht einmischen. Nicht gut. Okay. Also ist das Licht. Und so läuft das. Eine Live-Demonstration. Ist jetzt das Live für uns oder gegen uns? Oder gegen uns beide? Also gegen Monster und Menschen. Ho, schon wieder Munition. Und Munition und Munition. Schön. Licht an. Ich möchte hier auch was sehen können. Aber es sieht schon irgendwie cool aus in den Tunneln. Haben wir hier irgendwas? Nein. Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Hier haben wir noch was. Was ist denn das für ein Teil? Okay. Oh, wir benutzen wieder sowas. Wie schön. Achso, diesmal ist das... Ist es ein Handwagen oder ist es... Nein, das ist ein Dieselwagen. Ja, und da ich meine Pistole im Anschlag habe, glaube ich, dass wir nicht sicher sind.
hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Also, ich glaube, wenn du so langsam weiterfährst, dann... Aha. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können nirgendwo hin. Okay. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. Das ist schlecht. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen von Ratten. Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Komm, hierher,